Yo Leute, was geht? Maro am Start. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Pirate Warriors 4 News Videos. Es gibt neue Informationen. Ich weiß, in der letzten Zeit war es ziemlich ruhig, was das Game angeht. Wir haben ein, zwei Wochen keine neuen Infos bekommen. Aber gestern Abend ist ein neuer Scan erschienen im Weekly Shonen Jump Magazin. Und es wurden zwei spielbare neue Charaktere bestätigt, die wir uns gleich im Detail anschauen werden. Genauso auch den Scan. Bevor ich aber dazu komme, Freunde, wollte ich auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Und zwar werde ich heute Abend gegen 18 Uhr auf Twitch livestreamen. Ich streame Pokémon Schwert und Schild, beziehungsweise Pokémon Schwert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Den ganzen Stream wird es natürlich als Premiere mit Facecam geben. An der Stelle, falls ihr mich noch nicht gesehen habt, falls ihr noch nicht wisst, wie ich aussehe, schaut gerne vorbei gegen 18 Uhr. Ich würde mich natürlich freuen. Ich werde natürlich den Link zu Twitch in die Videobeschreibung packen und so. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Einfach folgen, dass ihr in Zukunft keine Streams verpassen werdet. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit den News. An dieser Stelle, Leute, die zwei neuen spielbaren Charaktere sind Bartolomeo und Cavendish, die aus dem Dressrosa-Arc nun hinzugestoßen sind. Freunde, auf dem Scan sieht man auch direkt ein bisschen was vom Dressrosa-Arc. Es wird hier auch in der Übersetzung gesagt, dass man den kompletten Dressrosa-Arc mit der Originalstory nachzocken wird. By the way, das Bild da oben mit Law fand ich übelst geil, dieser Haki-Clash, wo Ruffy und gegen Doflamingo gekämpft haben. Also die Chancen stehen natürlich gut, beziehungsweise eigentlich ist ja sicher, dass Doflamingo dabei sein wird. Hier steht jetzt noch nicht explizit dran, dass Doflamingo bestätigt ist, aber wir haben halt hier nochmal ein Bild von ihm. Auf dem Scan steht auch nochmal ein paar Infos zu Doflamingo. Man kann schon wirklich zu 99% davon ausgehen, das ist genauso wie bei Law, dass Doflamingo am Start sein wird. Wir haben hier oben halt diese Szene, welche ich übelst gefeiert habe. Aber war das nicht so, Leute, im Anime, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Law unter denen lag und Doflamingo wollte doch in dem Moment gerade Law so einen Kick geben und dann ist Ruffy aufgetaucht. War das nicht die Szene, weil hier liegt Law ein bisschen außerhalb. Ich bin mir nicht mehr sicher, Freunde. Wie gesagt, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber das ist so viel vorweg zum Kopf des Scans. Auf der unteren Seite, Leute, sehen wir auf jeden Fall Bartolomeo und Cavendish. Und ich feiere es übel, dass die zwei Rookies am Start sind. Bartolomeo mit seinem Strohhut-Fanclub. Ohne Spaß, ich freue mich so auf das Moveset, vor allem wegen den Barrieren. Wir haben noch ein paar Infos aus dem Scan. Und zwar kann Bartolomeo nicht nur seine Barrieren nutzen zum Verteidigen. Das heißt, Bartolomeo wird einfach Schaden wahrscheinlich absorbieren bzw. reflektieren können. Und das wäre wahrscheinlich mega gut für so richtig schwierige Missionen, wo man so viel Schaden bekommt. Wenn du dann einfach den Angriff vom Bossgegner, zum Beispiel von Kaido oder Big Mom, einfach reflektieren kannst und der irgendwie mit doppeltem Schaden oder so zurückkommt, das wäre mega cool, Leute. Würde ich auf jeden Fall mega abfeiern, aber hier steht dran, dass er es, wie gesagt, nicht nur zum Verteidigen benutzt, sondern auch zum Angreifen, beziehungsweise kann er auch Angriffe chargen, also aufladen. Das Kolosseum ist natürlich auch am Start, gab es auch bei Pirate Warriors 3 so ein bisschen was vom Kolosseum. Vielleicht wird es ein bisschen ausgebauter werden, ein bisschen größer. Bartolomeo hat auf jeden Fall als Ulti diese Buddy Buddy No Pistol am Start, also diese Ulti, wo er Ruffys Gummo Gummo No Pistole nachmacht, finde ich auf jeden Fall auch mega nice. So viel zu Bartolomeo, kommen wir nun zu Cavendish, bei dem es auch übelst abfeiert, dass der sich dem Raster angeschlossen hat. Wir haben auf jeden Fall nicht nur den normalen Cavendish am Start, sondern auch Hakuba und ich weiß nicht, ob Hakuba eine Ulti ist oder ein Awakening. Ich hoffe, irgendwie wird da beides was am Start sein, aber ich hoffe eher auf ein geiles Awakening, wo man den dann eventuell auch selber so spielen kann, wo der dann richtig schnell ist und sowas. Finde ich aber übelst nice, dass diese Form von ihm auch am Start ist. Ich bin auch bei ihm auf jeden Fall gespannt auf sein Moveset. Ich bin sowieso so ein Fan von Schwertkämpfern aus dem One Piece Universum und in Pirate Warriors. Deshalb habe ich auch ziemlich gerne Zorro und Mihawk gespielt in den alten Teilen. Dementsprechend freue ich mich natürlich über jeden neuen Schwertkämpfer. Und ja, Leute, so viel dazu. Also mehr Infos gibt es momentan noch nicht. Ich denke, wir werden zu diesen Charakteren auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen bessere Gameplay-HD-Screenshots kriegen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Und Freunde, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns heute Abend gegen 18 Uhr sehen. Wir können natürlich über One Piece Pirate Warriors 4 als auch über andere Themen diskutieren, schreiben. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. So viel dazu, Freunde. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.